Was geht ab, Freundinnen der Sonne? Willkommen zu einem Video, was in der Form schon lange nicht mehr auf meinem Kanal war. Ich wollte ein paar Sachen mit euch bequatschen, beziehungsweise mal so ein allgemeines Status-Update geben, was gerade los ist, was passiert in meinem Leben, weil das passiert ziemlich viel. Und wollte nochmal auf ein paar Songs aufmerksam machen, wo ich das Gefühl habe, die haben einfach nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ich gerne auf den Songs hätte, sagen wir mal so. Als allererstes, werde ich jetzt das wohlbehütete Nest nach über 21 Jahren verlassen. Bedeutet, ich ziehe zum 1.8. um in meine erste eigene Wohnung. Ich werde innerhalb von Wuppertal umziehen. Entsprechend muss ich da jetzt nicht mega lange fahren. Ich ziehe einfach nur einen anderen, vom Vibe her auf jeden Fall auch ordentlich anderen Stadtteil. Und ja, da bin ich gerade ein paar Sachen schon am Plan, dies, das, Wohnung ist schon ausgemessen. Ich habe mir jetzt gestern schon Internet geklärt, das ab 1.8. montiert und dann auch entsprechend direkt funktioniert. Heute bzw. in den nächsten Tagen wollte ich dann noch einmal schauen, dass ich mir einen Stromanbieter suche. Am besten lieber ein paar Euro mehr, aber dafür Ökostrom, das ist mir persönlich sehr wichtig. Genau, ich will zum 1.8. ein paar Sachen in meinem Leben ändern. Das fängt bei so Sachen wie wieder regelmäßig Sport treiben an, weil ich in Zukunft wirklich 15 Minuten entfernt von meinem Fitnessstudio bin. Ich habe so eine Vereinbarung mit meiner Krankenkasse, dass die entsprechend die Fitnessstudio-Beiträge bezahlt. Was bedeutet, dass ich wirklich in einem High-End-Fitnessstudio trainieren kann, ohne großartige Mehrkosten. Und entschuldigt die Huster und Räusperer. Ich habe mich auf dem Abiball meiner Freundin mit Corona infiziert. Ich wollte gerade sagen, Corona identifiziert, aber das wäre ein bisschen falsch. Bin entsprechend zu Hause, bin die ganze Woche noch in Quarantäne, verlasse nur, wenn notwendig, mein Zimmer. Und auch nur mit FFP2-Maske, weil meine Mutter und ihr Freund sind beide vierfach geimpft, aber halt entsprechend wegen ihrem Alter und meiner Mutter wegen ihrer Vorerkrankungen Hochrisiko. Entsprechend will ich da kein Risiko eingehen, irgendwelche Viren zu verteilen. Genau. Ja, Stichwort Leben umkrempeln, noch so Sachen, dass ich wieder ins Studium reinkomme. Dass ich wieder regelmäßigen Alltag habe. Ich wurde leider zum 30. Juni gekündigt. Entsprechend bin ich auch gerade arbeitssuchend, was auch nicht sonderlich förderlich ist, wenn du in einem Monat in deine erste Wohnung ziehst. Ich meine, ich habe noch finanzielle Rücklagen, das ist nicht das Problem. Es ist aber trotzdem halt nervig. So, sind wir mal ehrlich, es ist fucking nervig. Und das ist so ein bisschen der Struggle, der mich gerade verfolgt. Falls ihr euch fragt, was mit meinem Face los ist, ich habe meinen abgefuckten Penner-Style-Quarantänebart völlig abrasiert, mich ein bisschen geschminkt, das ist ein Antikreuz und das hier ist ein Anarchie-Arm, weil ich Anarcho-Kommunist bin und weil ich das fresh fand, ja, ein bisschen Lidschatten, dies, das. Und meine Haare sind gefärbt, ich habe mir seit 6-7 Jahren gefühlt gewünscht, mal bunte Haare zu haben. Ich dreh mich einmal kurz um für euch. Ja, das sind meine Haare, ich bin ultra zufrieden, die sind auch gerade ultra fluffy, weil da irgendwie so tolle Sachen drin sind, die das fluffy machen. Kommen wir zum nächsten Thema, mein eigener Merchandise ist da. Ich habe einen Spreadshirt-Shop, ich habe bewusst nur die hochwertigen Bio-Baumwoll-Shirts ausgewählt, weil ich keinen Bock habe, euch irgendwelche ranzige Polyester-Scheiße zu verkaufen. Die kosten entsprechend ein bisschen mehr. Wie viel ich genau an Einnahmen dafür bekomme, keine Ahnung, aber ich kann euch versprechen, ich werde das Geld, was ich über solche Wege verdiene, definitiv in geilere Plugins stecken. Also ich habe schon ein paar geile Plugins, aber eher nur für Vocal Production und halt nichts für, lass mal, irgendeinen heftigen Beat bauen. Ich habe Serum, habe ich alles noch nicht. Ich habe halt keine geilen Sachen zum Beats produzieren. Und das soll sich in Zukunft ändern. Also von daher, der Link ist in der Beschreibung, falls ihr Bock habt. 1312, ACAB Code, YS, meine Initialien, 161, antifaschistische Aktion, Kürzel. 420 ist, denke ich, selbsterklärend. Und Pan Pride, ich bin pansexuell und ich bin nicht binär, non-binary Pride Farm.
Falls jemand Interesse hat, gerne den Link in der Beschreibung checken. Kommen wir zum nächsten Thema. Ein paar Songs. Checkt bitte mal meinen Spotify-Account ab. Ich habe allein dieses Jahr, ich glaube, 6, 7 Singles rausgebracht. Alle selbst gemischt, gemastert, alle komplett selbst produziert. Teilweise lasse ich mir Stems zusticken von Ahmed Winchester, der ist auch mal hier unten verlinkt. Ja, ich hatte eben schon gesagt, Abi bei meiner Freundin, ich selbst habe ja eine schulische Berufsausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten im Bereich Bild und Ton gemacht. Das klingt viel komplizierter, als es ist. aber ist cool, ich habe es abgeschlossen. Entsprechend hatte ich vorher das Abitur damals abgebrochen. Meine Freundin ist auf derselben Schule gewesen, auf demselben Gymnasium, auf dem ich vorher war. Entsprechend war ich dann mit eingeladen von ihr, hab nochmal ein paar alte Lehrer getroffen, war teils ein bisschen awkward, teils relativ cool. Essen war köstlich, es gab gefüllten Truthahn. Wann isst man schon mal gefüllten Truthahn? Ist meine Frage dazu. Und ja, wirklich, checkt die Spotify-Links aus, checkt mal meinen kompletten Kanal. Ich mache aktuell so viele Banger. Ich habe das Gefühl, meine Core-Community ist gar nicht so häufig immer bei allem dabei. Mittlerweile geht's wieder nach oben mit den Klicks. Wird mich aber motivieren, mal ein bisschen mehr Likes, mehr Kommentare, ein bisschen mehr Traffic zu haben. Ich meine, ich mache jetzt auch nicht viel Werbung, aber deswegen habe ich auch mal dieses Video hier gemacht. Mit meiner Freundin bin ich jetzt über 6 Monate zusammen. Es ist eine offene Beziehung, wir sind ultra glücklich. Ich entdecke gerade auch so ein bisschen meine Polytendenzen oder meine Polygam-Tendenzen. Mein Zimmer ist jetzt gerade noch, sieht so aus. Entsprechend wird es halt bald auch alles abgebaut und so weiter. Das ist mein Nagellackregal, das ist mein Piep-Porträt, ihr wisst Bescheid. Ein sehr gemütliches Doppelbett und ich hänge jetzt erstmal eine Woche noch hier fest. Hier wird nicht viel passieren. Aber it is what it is. Ich kann nichts machen. Und bin jetzt auch mittlerweile völlig übersättigt, was meine eigene Musik angeht. So, ich glaube, ich brauche mal eine Pause oder wieder ein bisschen betteln oder keine Ahnung was. Ich werde euch vielleicht auch nochmal ein Geheimprojekt von mir verlinken, wo ich mittlerweile ein bisschen offener umgehe. Also, es ist ein offenes Geheimprojekt quasi. Schaut euch einfach mal aufmerksam die Beschreibung an, dann werdet ihr vielleicht einen Link finden. Und ansonsten geht es mir mittlerweile besser. Ich habe Corona, wie gesagt. Ich habe zum Glück einen milden Verlauf, weil ich dreifach geimpft bin, weil ich zu den vernünftigen Menschen gehöre. Wie gesagt, checkt nochmal die Videobeschreibung aufmerksam, die ganzen Links, meinen Kanal, whatever. Und dann würde ich sagen, Peace und Ciao!